Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Kanal. Ich bin der Broken10 und wie ihr sehen könnt, ich habe ein Gast-Replay dabei von dem Molten LP in seinem ST1, dem Stufe 9 Panzer der russischen Reihe, der zum IS-4 geht. Gestern war eine Geburtstagsfeier, deswegen kam gestern kein Video. Ich wollte eigentlich gestern noch kleine paar Infos zum Gewinnspiel raushauen, aber ich habe gemerkt, dass ich noch nicht ganz fertig bin. Die letzten Infos, die kommen dann wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen, muss ich mal schauen. Also Uhrzeit und sowas muss ich nochmal, habe ich jetzt noch nicht genau im Kopf, welche Uhrzeit ich noch nehme. Mal gucken. Genau, und wie ihr seht, erst komplett Stock und ihr werdet auch sehen in dem Replay, dass selbst ein Stock ST1 wirklich sehr, sehr, sehr viel Aua machen kann. Und wir sind hier in einem Top-Tier-Match, also er ist Top-Tier. Das ist natürlich perfekt für ihn. Und gleich mal zu Anfang an. Er hat 20 AP mit 5 ABC und 5 HE. Sehr, sehr schön und einen großen Feuerlöscher. Sehr, sehr gut gemacht. Nochmal zur Erinnerung, der große Feuerlöscher verringert nochmal die Prozentzahl um 20% weniger, dass ihr brennt. Also Wahrscheinlichkeit, dass ihr brennt, ist 20% gesenkt durch den großen Feuerlöscher. Deswegen nehme ich den auch öfters. Genau. Ja, er fährt jetzt hier auf diese typische Heavy Line, hier auf E6. Das kennt man ja von Heavys, da sollten sie auch immer hinfahren. Ich habe, als nächstes kommt das Replay von dem Paul. Und dann bin ich mal wieder Replay los. Ich dachte, ich hätte noch ein paar mehr, aber leider habe ich nicht so viele geschickt bekommen. Ihr könnt mir immer gerne welche ansenden, unten an meine E-Mail-Adresse. Und genau. So, mal schauen, was er hier anrichten kann. Er ist ja Top-Tier. Na, geht schon los, der erste Abpraller. Ja, der ST1 ist wirklich dafür bekannt, dass er wirklich eine sehr, sehr gute Panzerung hat und vor allen Dingen eine stabile. Aber dafür auch sehr, sehr langsam ist. Also ein gutes Arti-Ziel und so. Okay, sehr schöner Schuss. Ja, erster Abpraller. 42. Und da muss sich der Pilot schon ein bisschen anstrengen. Um da überhaupt durchzukommen. Ah, daneben sind Type 4. Mal gucken. Zwei Frontschweine gegeneinander. Och ne, T29. Ach komm. Ach komm, dann nimmst du doch so mit. Ja, kratzt dich doch nicht mal an. Ach. Das ist ja wunderbar. Ein Uni, der nicht zu dir guckt. Wenn ihr auf den ST1 schießt, schießt eben unten auf die Unterwanne. Beziehungsweise, wenn ihr nicht den Top-Turm habt, hier oben auf die kleinen beiden Cupola. Wenn er nicht den Top ausgestattet ist. Aber wenn der Top ausgestattet ist, eigentlich immer seitlich hinten und hier so Unterwanne und so. Und wenn ihr genug Pen habt, auch hier so da, so den Bereich. Da braucht ihr echt schon Gold und eine ganz viel Pen. Genau, einmal durchgeschossen. Der Mutz, guck mal. Ah, er will gar nicht mehr. Gleich fährt er zurück. Und Tiger 1. Ach, das ist doch schön. Seht ihr, das ist das Schöne an World of Tanks. Wenn man mal in Top-Tier ist und dann einem einfach alle vor die Flinte fahren. Man braucht sich hier gar nicht wirklich anstrengen. Man muss einfach nur gucken. Wumm. Gucken. Wumm. Ja, der Tiger 1 macht alles, was er falsch machen kann. Ein 7er gegen 9er Panzer anzutreten. Selbst der WZ. Der WZ aus der Richtung da hinten, aus dem kleinen Kabuff wahrscheinlich da hinten, kennt man ja aus B09 oder 0, prallt da locker ab. Wir sehen es ja auch, Turm. Ihr könnt auch hier durchkommen, direkt an der Gunblende, aber das ist sehr schwer. Ja. Tiger 1 hat halt wirklich null Chancen gegen den ST1. Jetzt hat er eben die Kette gezogen. Ja. Ist aber einfach schön, wie er das hier sieht. Also er macht das wirklich sehr gut, der Molten. Ja, weg damit, genau. Also Tiger 1 hat sich da echt sehr, sehr blöd angestellt. Ja, Pilot bounced. Also der wirklich einen sehr schönen Panzer haben möchte, den ST1, also dem kann, das kann ich echt nur empfehlen. Das Teil ist einfach nur geil. Beziehungsweise der IS-4 ist auch richtig cool. Oh, jetzt hat der Pilot ihn penetriert, seitlich, im Turm. Na gut, da musst du aufpassen. Na gut, wirklich der Nachteil von dem ST1 ist die Geschwindigkeit. Ist jetzt nicht der schnellste mit 24, 25. Da schleicht ihr dem Team ein bisschen hinterher. Na, schade.
Und die Kanone vom IS-4 ist ja auch richtig geil. Also, damit könnt ihr echt nichts falsch machen. Sehr schön. 3455. Ich weiß nicht, war das dein erstes Match mit dem Teil oder war das ein weiteres? Aber ich glaube, der ist komplett stock, wie der sich fährt. Ich glaube, dem... Ach, schade. Ihr dürft diesen Panzer echt nicht unterschätzen. Wenn ihr als Achter gegen den kämpft, ist das echt eine harte Nuss. Sehr schön gemacht. Aber sobald eine Arti oder ein... Allein schon das Umfahren dieses Panzers reicht schon, um den Platz zu machen. Seitlich und hinten. Aber das ist ja eigentlich bei jedem. Und jetzt holst du dir den WZ. Komm, den kriegst du noch. Ah, nicht mehr ganz. Er kriegt nicht mehr den ganzen WZ. Guck mal, jetzt sind wir Action Climbing hier. Oh, kommt doch hoch. Vielleicht hat er schon den Top-Motor drin oder so. Sehr schön. Boah, seid ihr einfach gebounced. Dann sieht man einfach, der ST1 ist einfach wirklich sehr stark gepanzert. Kanone ist auch relativ genau. Also ist ja jetzt sozusagen die Stock-Kanone. Oh, es gibt Bounce beim WZ, aber der WZ hat halt keine Chance gegen ihn. Genau, er zielt hier auch sehr schön auf den Capola. Ah, leider ein bisschen zu tief gerutscht. Ja, jetzt versucht der WZ irgendwie ihn zu penetrieren. Ihr seht, er schießt Heat und hat versucht da direkt Handgunblinde. Kommt auch nicht immer durch. Einfach nicht genug Durchschlagskraft. Aber was man hier auch sieht, er hat bis jetzt noch kein mehr Gold benutzt. Ist auch sehr gut. Also man kommt ja doch relativ gut durch. Genau. Weg mit dem. 4500 Schaden. Wow. Einfach nur wow. Also der ST1 ist wirklich ein Panzer. Den habe ich mir auch schon überlegt, ob ich mal diese Reihe fahre. Weil die soll ja richtig geil sein, der IS-4 zum Beispiel. Der soll nicht schlecht sein. Der ST1 ist halt stark gepanzert. Das ist halt so das. Aber im Stufe 10 Gefecht, das Problem ist, wenn ihr Top-Tier seid, ist es gut. Wenn ihr Low-Tier seid, habt ihr echt Probleme. Also Stufe 10 Gefecht wird das echt kritisch. Weil dann fangen die Leute an, Gold zu schießen. Oder beziehungsweise sie kommen sowieso durch einen Jagdpanzer 100. Oder also generell die Jagdpanzer auf Stufe 10 kommen da locker durch. Oberwanne. Also das, da besteht dann kein Problem, aber Stufe 9 ist der witzig. Auf Stufe 10 muss man ein bisschen Köln mitbringen. Na, ja, und da war auch der letzte Panzer tot. Ich muss sagen, ein sehr schön gespieltes Gefecht. Vielen Dank fürs Einsenden und jetzt schauen wir uns auch schnell die Auswertung an. Die Auswertung. Erste Klasse. Ich hätte dir sogar einen Meister gegeben. Shellproof, Dualist, Firefall Effect, Steel Wall. Wir gucken mal auf die Stats. 4593 Schaden gemacht, 2 Kills, 18 Schuss abgefeuert, 15 getroffen, 12 durchgeschlagen. Das ist völlig okay mit der Stockgun. Alles okay. Hier, Damage Block bei Armor, 3960. Also fast das, oder mehr als das Doppelte seines eigenen Lebens. Wow. Hammer. 196 assistiert, ja gut. Und genau, ja, einfach wunderbar, sehr schön gemacht. Vielen Dank fürs Einsenden. Ihr könnt immer gerne auf meinem YouTube-Channel nochmal erscheinen, wenn ihr möchtet, indem ihr einfach das Replay, andere Replays einsendet. Eure Replays einsendet, die ihr gut findet. Ist ganz unten verlinkt, genau. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Habt noch einen schönen Tag und tschüss.